Ich glaube, unser Chef-Kollege hat gerade was abgekriegt. Geh mal weg hier, Mensch. Ja, jetzt kommt ein ziemlich nerviger Teil. Wir müssen diesen blöden Reaper-Kern gleich in Stücke reißen. Allerdings sehen wir schon, der verschließt sich immer mal. Und dann gibt es ein paar Hassquellen abzuwehren. Das kann extrem nervig werden. Ich glaube, so können wir jetzt erstmal da gar nichts machen, solange das hinzu ist. Vor allem die Monster sollten wir wohl unbedingt aus dem Weg ziehen. Oh, hi. Drück mir doch nicht so auf die Pelle hier, Mensch. Das ist nicht höflich. Mal den hier weg. Komm, weg von Garrus. Den wirst du mir nicht wegexplodieren. Genau, lass mal Rücken an Rücken kämpfen. Das ist eine gute Idee. Ich helfe dir mal kurz. So, oh, oh, oh. Sag mir das doch. Da packe ich nämlich mal kurz den Partikelstrahler aus. Und halte meine volle Kanne drauf. Auch wenn wir gerade nicht sehen, dass was passiert, es sollte eigentlich wirken. Glaube ich. Wechseln wir mal zurück, dann werden wir es wohl sehen. Oder auch nicht. Ah doch, siehst du mal, wir haben schon ganz schön was abgezogen von dem Kern. Hat also durchaus funktioniert. Komm mal kurz unterstützend auf der Seite hier zur Hilfe. So, aber da muss ich mal ganz kurz hier runtergehen, denn ich habe gesehen, da gibt es einen Laptop, den wir noch kurz mit einsacken können. Okay, sind zwar bloß Credits, aber nichtsdestotrotz etwas, das man mitnehmen kann. Gibt es da drüben auch nochmal was? Egal. Ich habe Wichtigeres, auf das ich mich konzentrieren muss. Können wir den eigentlich anvisieren? Nee, ne? So, einfach mal draufhalten. Ich hoffe, die anderen, die schützen meine Flanke. Keine Ahnung. Ah, das sieht aber gut aus. Es ist verdammt still. Für meinen Geschmack fast schon zu still. Aber hier gibt es auch nichts anderes mehr zum Einsammeln. Ne? Wie sieht das denn eigentlich aus hier? Abgefuckt. So, noch eine Runde. Dann sollte der Reaper-Kern im Arsch sein. Weg mit dir. So, da drüben auch noch mal kurz rein. Jetzt macht er mal wieder auf hier. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grunde das Ding jetzt immer auf und zu geht. So, lass mich mal kurz in Ruhe. Ich muss jetzt mal gerade kurz den Kern da zerstören. Das wirst du doch verstehen, oder? So, Feierabend, kleiner Reaper. Jetzt ist Schluss. Wuhu! Bestimmt eine Menge wert. Lassen Sie ihn hier. Wir haben schon genug Ärger. Tali hat gesagt, dass noch nie jemand einen intakten Geth gefangen genommen hat. Sie kennen das Risiko. Mehr sage ich dazu nicht. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Abmarsch! Durchhalten, Leute! Backbord Luftschleuse öffnen. Das war's für den Reaper. Wir haben die FFS und wir haben einen intakten Geth gefangen genommen. Das finde ich ganz gut, dass er mit dabei ist. Werden wir gleich noch sehen. Ich habe übrigens gelogen, als ich beim letzten Mal gesagt habe, sobald wir die Mission gemacht haben, geht es schnurstracks aufs Ende zu. Ich glaube, das ist erst mit der nächsten Mission der Fall. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Wir schauen mal. Reaper FFS erfolgreich beschafft. Verlust des Cerberus-Teams auf dem Reaper-Schiff bedauerlich, aber nicht überraschend. Schön, das ist ein tolles Fazit. Werde medizinische Daten des Teams mit denen der auf dem Reaper angetroffenen Husks vergleichen, um möglicherweise Erkenntnisse über die Indoktrination und den Umwandlungsprozess der Husks zu erhalten. Natürlich, selbst aus dem Tod seiner Angestellten will er noch was Positives für sich herausschöpfen, nämlich irgendwelche Erkenntnisse über weitere Waffen, die er benutzen kann. Was sollten wir erwarten vom Unbekannten? Ist doch logisch.
Gut, und dann würde ich sagen, schauen wir uns den Geff erstmal an, ne? Ich glaube, wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geff wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in bar auf einen intakten Geff ausgesetzt. Ich versichere Ihnen, die Belohnung ist erheblich. Ich will wissen, warum ein Stück M7-Panzerung an seine Brust geschnallt ist. Vielleicht eine Kriegstrophäe? Wäre eine Maschine an sowas gelegen? Nein. Trophäen setzen Gefühle voraus und sowas haben VIs nicht. Ich vermute, es handelt sich lediglich um eine provisorische Reparatur. Ich habe hunderte von diesen Dingern umgelegt, aber ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem zu reden. Der hier hat versucht, mit uns zu kommunizieren. Er hat uns vermutlich sogar das Leben gerettet. Warum? Den Geff wieder zu aktivieren ist riskant. Sie sollten das nur im Interesse der Menschheit tun, nicht um ihre eigene Neugier zu befriedigen. Für mich dient unserem Wohlbefinden nach wie vor am besten eine Luftschleuse. Nein, wir werden ihn nicht an Cerberus geben, sondern wir wollen erst mit ihm reden. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Das habe ich nicht. Danke, Ihnen beiden für Ihre Empfehlungen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Oh ja. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Die Verbindung mit den Systemen der Normandy bringt gewisse Risiken mit sich. Ich vertraue Ihnen, Edie. Ich weiß, Sie werden es nicht zulassen, dass dem Schiff etwas geschieht. Verstanden, Shepard. Es wird wohl einige Stunden dauern, bis das FFS bereit zum Testen ist. Ich verständige Sie, sobald es soweit ist. Klingt gut. Bis dahin einfach weitermachen wie gewohnt. Crew kann wegtreten. Gut, Freund oder Feind, beschaffen Sie Geff-Technologie. Oh, wir haben abtrünnigen Punkte bekommen. Wofür genau? Naja, viel mehr Vorbildpunkte jedenfalls. Natürlich, wir handeln immer gut. Halt, ich gehe mal in die andere Richtung. Ich will nochmal... Lass mich doch mal durch, bitte. Genau, wir wollen nämlich ein bisschen Forschung betreiben. Da haben wir doch ein bisschen was eingesammelt gerade. So, bei den Waffen, da haben wir doch einiges jetzt. Wir haben auf jeden Fall Präzisionsgewehrschaden. Und der Schrotflintenschaden, der ermöglicht es uns dann gleichzeitig noch die Extra-Munition für die Schrotflinte freizuschalten. Was eigentlich nicht notwendig ist, weil wir keine Schrotflinte haben. Und ich glaube nicht, dass die anderen jetzt wirklich Munitionsbegrenzungen haben, Beschränkungen. Aber gut, was soll's. Das schwere Hautgewebe auch noch gleich mit rein. Ich glaube, die Zahl hier hinten, die erhöht sich automatisch, oder? Also es war ursprünglich, glaube ich, mal bei 5. Und ich glaube, mit jedem zusätzlichen, das man findet, erhöht sich das dann doch noch ein bisschen mehr. Na gut. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gesundheit. Irgendwelche Nachrichten? Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandy überprüfen. Mhm. Ich schlage vor, Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Erstmal gehen wir gerade hier, das habe ich gerade ganz vergessen. Noch kurz zu Edis VI-Kern, KI-Kern. Ich finde es übrigens super, dass die den Geth, der ja selbst eine Maschine ist und sich einhacken kann, ausgerechnet dort reinschmeißen. So, und damit haben wir jetzt auch den letzten Raum in unserem Schiff belegt. Der Zugang zum KI-Kern, der ist hier durch die Krankenstation bei Dr. Chakwas. Und hier steht VI-Kern, ist auch egal. Und da liegt er, unser neuer Geth. Im Serverraum und wo ist denn hier das... Ach, hier ist Edie. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist der VI-Kernraum, in dem meine höheren Funktionen untergebracht sind. Sie sind nicht mobil, oder? Sie können hier nicht raus. Ich habe Minimalzugang zu den Systemen des Schiffs. Über direkte Landleitungen kann ich auf die Sicherheitsmonitore und die Lautsprecheranlage zugreifen. Im Kampf erhalte ich vorübergehend Zugriff auf die elektronischen Kriegssysteme. Gut, du hier drüben, du bist einfach nur da wahrscheinlich, ne? Sicherheitshalber, um einen inaktiven Geff zu bewachen. Klar, warum nicht? Achtung! Ich schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl! Schön hörig. Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Thank you.
Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Sie haben an Bord des Reaper meinen Namen gesagt. Kennen wir uns? Wir wissen von Ihnen. Sie meinen, weil ich gegen viele Geth gekämpft habe? Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Aber ich habe andere Geth getroffen. Wir alle sind Geth und wir sind Ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz, Mensch. Hat Heretics bekämpft, wurde von Kollektoren getötet, auf der alten Maschine wiederentdeckt. Und nun werden wir ein bisschen mehr über die Hintergründe der Geth erfahren. Wir hören schon, hat Heretics bekämpft und wir alle sind Geth und sind ihm nie begegnet. Einerseits haben wir jetzt über das Denken der Geth ein bisschen was erfahren, denn die sehen sich alle als Einheit, und andererseits auch über eine gewisse Spaltung, die bei den Geth aufgetreten ist. Alte Maschine, meinen Sie den Reaper? Reaper, ein Name, der dem Aberglauben der Proteaner entstammt. Wir nennen diese Lebensformen die alten Maschinen. Sie scheinen erstaunlich viel über mich zu wissen. Extranet-Datenquellen, ungesicherte Übertragungen. Alle gesendeten Daten organischer Wesen werden empfangen. Wir beobachten sie. Beobachten Sie mich oder organische Wesen allgemein? Ja. Was jetzt? Beide. Finde ich schön. Ich finde die Denkweise der Geth total großartig. Das haben sie super gemacht. Weil die speziell sind. Also man kann sich sehr gut in sie hineinversetzen. Und wenn man einmal weiß, wie sie ticken, dann kann man sehr zuverlässig zuordnen, was sie meinen und wie sie reagieren. Und sie sind dann sehr... Doch, eigentlich sind sie sehr zuverlässig. Zuverlässiger als jedes organische Wesen, weil Maschinen nicht in der Lage sind zu lügen, einfach mal. Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Sind die Reaper auch für Sie eine Bedrohung? Ja. Warum sollten Sie andere Maschinen angreifen? Wir sind anders als Sie. Stehen außerhalb Ihrer Pläne. Was für eine Zukunft bauen sich die Geth auf? Unsere. Wird jemand anders durch ihre Handlungen, wie die auch immer aussehen mögen, beeinträchtigt? Nur wenn er sich einmischt. Sie sind also kein Verbündeter der Reaper. Wir sind Gegner der Heretics. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics. Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Wollen Sie sich uns anschließen? Ja. Und wie soll ich Sie nennen? Geth. Ich meinte Sie, als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Wie heißt das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth. In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ja, genau. Also einerseits haben wir hier keine Persönlichkeit vor uns, sondern Geth sind halt eine komplette Einheit, und das ist nicht mehr als ein transportables Gerät, also ein verzichtbares Gerät sozusagen, das hier vor uns steht. Ein mobiles Terminal, wenn man so will. Die sehen sich nicht als Individuen an. Sie sind halt eine Einheit, und deswegen gibt es auch keine speziellen Namen unter ihnen. Und das, was Idi hier nennt, ist ein Zitat aus der Bibel, denn Jesus hat, ach, ich kann es euch nicht ganz genau sagen, ich bin nicht so bibelfirm, weil ich selbst Atheist bin, Jesus hat aus einem Menschen, also es gab irgendwie einen Menschen im Neuen Testament, der war von unglaublich vielen Dämonen beseelt oder heimgesucht, besessen. Und Jesus hat die aus ihm ausgetrieben, und die haben diesen Satz geprägt: Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und ich muss sagen, ich finde den ziemlich cool. Und der wird auch zur Namensfindung jetzt dienen. Ja, das passt. Bibel der Christen, Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normandy integrieren. Wir erwarten den Datenaustausch. Wunderbar, machen wir das doch mal, den Datenaustausch. Also jetzt auch den mündlichen vor allem. Shepard Commander, wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen.
Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Und warum mussten Sie dann zur Leiche des Reaper? Die Heretics speichern den Code in einem Quantenspeichermedium, das die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Um das Virus zu finden und zu zerstören, müssen wir seinen Code und seine Datenspeicherstrukturen verstehen. Das Virus würde also allen Geth die Logik der Heretics verpassen und dann würden alle Geth gegen die organischen Wesen in den Krieg ziehen? Ja. Die Geth glauben, dass jedes intelligente Lebewesen selbstbestimmt sein sollte. Die Heretics glauben das nicht mehr. Sie sind der Ansicht, dass es besser ist, uns eine ungültige Schlussfolgerung aufzuzwingen, als weiterhin mit dieser Spaltung zu existieren. Ich dachte, man könnte Geth nicht hacken oder mit einem Virus infizieren. Wenigstens nicht für länger als ein paar Sekunden. Veränderte Programme werden aus dem Archiv rekonstruiert. Neuinstallationen werden gelöscht. Diese Waffe der Heretics führt zu einem minimalen Fehler in unseren Basis-Runtimes. Das entspricht in etwa ihrem Nervensystem. Eine Gleichung mit dem Ergebnis 1,33382 wird als 1,33381 berechnet. Das verändert die Resultate sämtlicher höherer Prozesse und führt zu anderen Schlussfolgerungen. Klingt nach nicht viel, ne? Aber tatsächlich ist es so, dass unter Umständen bei höherer Mathematik sowas wie Wahrscheinlichkeitsberechnungen bei Zufallstests und so, dass dann solche minimalen Abweichungen völlig andere Ergebnisse in Rechnungen ergeben können. Vor allen Dingen, wenn dann ein Fortpflanzungsfehler entsteht. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, das wird wahrscheinlicherweise einiges in den Denkprozessen durcheinanderwirbeln bei den Geth. Der Grund, warum sie die Reaper anbeten, ist also ein Rechenfehler? Das ist schwer zu erklären. Ihr Gehirn funktioniert sowohl chemisch als auch elektrisch. Wie VIs bestehen sie aus Hardware und Software. Wir sind ausschließlich Software, Mathematik. Die Schlussfolgerungen der Heretics sind für sie gültig. Unsere Schlussfolgerungen sind für uns gültig. Keine davon ist an sich ein Fehler. Eine Analogie. Heretics sagen 1 ist weniger als 2. Geth sagen 2 ist weniger als 3. So, das Hacken hatte ich jetzt, glaube ich, schon, ne? Fehlt bloß noch die Infektionsgeschwindigkeit. Würde es freigesetzt? Wie schnell würde sich das Virus bei Ihrem Volk ausbreiten? Wir sind über ULG-Kommunikationsbarken vernetzt. Die meisten würden sich innerhalb eines Tages verändern. Isolierte Plattformen würden unbehelligt bleiben, bis sie wieder im Netzwerk hängen. Aber die sind auch nicht allzu effektiv, ne? Also man sollte schon verhindern, dass das Ganze passiert. Dann hat man zumindest die Geth, die nicht zu den Heretics gehören, auf seiner Seite. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Ich werde nicht zulassen, dass Ihre Spezies einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Schon gar nicht, um Reaper zu verehren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir beginnen umgehend mit den Vorbereitungen. Wunderbar. Haben wir ein Gespräch mit Legion geführt und haben ein bisschen was... Also es ist auch ein bisschen schwierig mit der Betonung. Es klingt immer, als ob er Legion genannt wird und nicht Legion. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber okay. Haben wir jetzt noch den Perseus-Nebel als neues Ziel dazu gekriegt? Oder wie sieht das aus? Gut, okay, ich werde nochmal ganz kurz... Ich glaube, bei Garrus gibt es nichts mehr, ne? Dann werden wir jetzt gar nicht erst großartig Gespräche führen. Wobei, ich gehe mal bei Thane kurz vorbei. Und der war der Einzige, der mir noch so vorkam, als ob er mir noch irgendwas erzählen würde. Deswegen schauen wir mal kurz, vielleicht gibt es ja bei ihm was Neues. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Natürlich, Shepard. Kommen Sie. Ah, wunderbar. Gibt's noch Gespräche mit Colliard? Ja, es ist immer noch schwierig. Aber ich glaube, er ist nicht mehr ganz so wütend. Wirst du dir mein Geständnis anhören, Shepard? Ich würde nicht mit dir reden, wenn mich nicht interessieren würde, was du zu sagen hast. Nach meiner Heirat mit Erika haben mich die Hanna gehen lassen, um eine Familie zu gründen. Aber ich konnte nichts anderes und habe mich selbstständig gemacht. Nach dem Mord an Erika habe ich die Verantwortlichen gejagt. Sobald sie tot waren, hatte ich kein Ziel mehr. Ich habe den Dentius-Auftrag angenommen, weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte tun sollen. Das ist nicht die gesündeste Einstellung für so eine Mission. Stimmt, ist es nicht.
Rückblickend ist mir klar, dass ich mich schon zum Sterben zurückgezogen hatte. Ich hätte meinen Auftrag erfüllt, und wenn Asanas Wachen mich danach erwischt hätten, wäre es ein guter Tod gewesen. Aber jemand anders war auch auf dem Weg zur Zielperson. Ich war gezwungen, schneller zu handeln. Es war eine Herausforderung. Ich musste sie zuerst erreichen. Ich hatte keine Ahnung, dass du geplant hattest, dort zu sterben. Ich hatte es nicht geplant. Mein Körper hatte seinen Tod akzeptiert. Und mein Geist war längst tot. Deine Mission hat mir wieder ein Ziel gegeben. Etwas, wofür es sich zu sterben lohnt. Eine Chance, Dinge wieder gut zu machen. Ich konnte wieder mit meinem Sohn sprechen. Ich kann meinen Körper in Frieden verlassen. Du hattest ein hartes Leben. Du verdienst den Frieden. Was auch geschieht, meine Waffe kämpft für dich. So, ich denke, damit wird auch mit Thane jetzt alles besprochen sein. Jetzt haben wir auch gehört, warum Thane eigentlich solche Gewissensbisse hatte, obwohl er ja die Logik vertritt, dass seine Taten nur als die Taten eines Gefäßes zu verstehen sind, als Waffe. Einfach weil er sich letztendlich selbst dazu entschlossen hat, weiterzumachen. Das heißt, da war der bewusste Entschluss da und... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Mhm. Da war der bewusste Entschluss da und das bedeutet, er war letztendlich tatsächlich selbst dran schuld. Und deshalb hat er auch... Wir haben einen Geth an Bord und er ist kein Gefangener. Ist das zu glauben? Der Commander hat mehr Geth erledigt als irgendjemand sonst. Der hier muss was Besonderes sein. Oh ja, ist er. So, aber wir gehen noch mal kurz hier vorne vorbei, denn hier waren wir auch schon eine Weile nicht mehr. Aha, Geth. Auf dem Schiff. Geth. Wir sind doch alle völlig wahnsinnig. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Also, die Normandy ist bereit. Sämtliche Upgrades vorhanden, alles besser denn je. Aber was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Oh, ich glaube, mit der Crew ist alles in Ordnung soweit. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ruhig genug, ich... Was zum... Probleme? Nichts, was ich... Oh, verdammt, sehr witzig, Edi. Überaus originell. Hören Sie auf! Sie haben auf manueller Steuerung bestanden, Mr. Moreau. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Schön. Funktioniert der Stuhl wieder, ja? Super. Die zwei, die nähern sich auch einander an, so auf ihrer Humorebene. Das ist nämlich das Schöne mit Edi, sie ist zwar eine KI, ich sehe sie als KI an, nicht als VI, habe ich schon mal den Unterschied irgendwo mal erwähnt. Aber obwohl sie eine Maschine ist, hat sie Humor und das ist ein Alleinstellungsmerkmal für Edi, würde ich sagen. Ich glaube, das kann sonst keine Maschine aufweisen oder kein System. Verschlüsselte Transmission von der Unbekannte, Shepard. Es freut mich, dass Sie die Reaper FFS sicherstellen konnten und ich habe Edi alle notwendigen Protokolle geschickt, um sie in die Systeme der Normandy zu integrieren. Mit etwas Glück kommen wir damit durch das Omega-4-Portal und können den Kampf gegen die Kollektoren nach unseren eigenen Regeln führen. Ich wurde von dem intakten Geth und ihrer Entscheidung, ihn zu behalten, in Kenntnis gesetzt. Wenn Sie meinen, ihm vertrauen zu können, dann aktivieren Sie ihn. Sorgen Sie nur dafür, dass Edi gegen Versuche, ihn zu hacken, ausreichend geschützt ist. Ich hätte vermutlich anders gehandelt, Shepard. Aber es ist Ihre Entscheidung. Ihr Rekrutierungsnetz ist bereits sehr weit gespannt und falls die Geth zum Kampf gegen die Kollektoren bereit sind, können wir sie durchaus im Team gebrauchen. Ich vertraue darauf, dass sie die Sache zu Ende bringen. Egal, was es kostet. Ja, du hättest anders gehandelt, aber ich finde es immer gut, wenn du anders handeln würdest, als ich das tue. Denn das heißt, wir handeln richtig, wenn man so will. Gut, okay, an der Stelle mache ich mal eine kurze Unterbrechung und dann schauen wir mal, dass wir verhindern, dass die Geth da umgepolt werden. Und ich glaube, wir sind doch schon an der Stelle, dass es kein Zurück mehr gegeben hätte. Also habe ich alles richtig gemacht, dass ich vorher die Nebenaufträge gemacht habe. Wir haben gehört, zur nächsten Mission müssen wir mit dem Shuttle fliegen, da können wir nicht mit der Normandy fliegen. Und naja, das wird gewisse Konsequenzen haben, werden wir noch sehen. So, aber bis gleich.